Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Und ich habe etwas herausgefunden, denn wie ihr seht, die Feuer hier, die brennen wieder. Ich schiebe den mal eben hier noch ein bisschen weiter nach vorne. Und das ganze Geheimnis ist, ich habe hier erstmal ein bisschen gerätselt, das ganze Geheimnis ist einfach nur, dass das ein Zeitschalter war, dieser Jumpy, den wir gezogen haben. Nee, es war gerade doch kein Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Okay, wir müssen jetzt erst nochmal hier nach oben und dann hinterher uns einfach nur ein bisschen beeilen. Und dann schaffen wir es auch ganz locker, flockig und cool, das alles so zu schaffen, wie wir es schaffen wollen und müssen und überhaupt. So, okay. Das ist da, das ist da. Ich denke mal, ich schaffe das. Eben war es ja auch so. Ja, ich denke mal, das ist gar nicht mal so schwer. Wow, das gelingt ja jetzt gerade sogar noch besser als gerade eben im Offplay-Spielen. Also ich habe jetzt auch wirklich nicht großartig nochmal vorgespielt oder sowas. Ich habe jetzt wirklich gerade nur nochmal ganz schnell diese Stelle hier gespielt, weil ich nicht wusste, wie das ist mit den Feuern, warum die jetzt wieder da sind, obwohl ich doch den Jump Bridge oder Switch, wie auch immer, gezogen habe. Ist anscheinend echt nur halt so ein Zeitschalter. So, und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht verbrutzel, dass das Feuer wieder angeht. Bam. Jetzt ist das kaputt. Und hier ist eine vollständige Plattform für uns, eine vollständige Platte, die wir jetzt hier einsetzen können. Toll, oder? Na, kommen wieder Hunde von irgendwo? Nein, zumindest erstmal nicht. Aha. Okay, soweit, so gut. Na, was kommt jetzt? Ach du Maischreck. Oh Scheiße, ein Feuergeist. Nein! Oh Scheiße, nein, bitte nicht. Oh Gott, wo ist denn jetzt hier ein Wasserbecken, bitte schön? Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, ey. Jetzt mal eben abspeichern. Falls es jetzt gerade so schnell war, dass ich nicht abspeichern, dass ich das nicht rausschneiden konnte, ne? Mach ich das mir jetzt eben so, wo speichere ich denn jetzt mal am besten? Mach ich mal hier. Ach ja, je. Ja, ich hasse diese blöden Feuergeister. Ich brauche mir Licht so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Diese Feuergeister. Nein, 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 nein. Ach, wo ist denn jetzt hier Wasser? Ich brauche Wasser, um diesen Feuergeist töten zu können. Nur Wasser kann ihn besiegen. Oh nein. Oh Mann, ich sehe doch sowieso nichts hier. Fackel, Fackel, Fackel. Nein. Oh Scheiße, jetzt brenne ich sowieso, ne? Oh nein. Oh. Kacke. Oh, Kacke. Ach, das ist doch doof, ist das doch, ey. Ja, lade doch. Wo hatte ich jetzt gespeichert? Hier hatte ich gespeichert. Ach, nee, ey. Diese Feuergeister, die mag ich gar nicht. Normale Geister sind ja schon blöde, aber die Feuergeister, die sind am allerschlimmsten.
Nix da. Muss ich halt an sich zurück. Ja, sicher. Sicher. Töte mich mal eben so. Ist gut. Habe ich nichts gegen. Überhaupt nicht. Nee, ist klar. Ja, ja. Oh. Diese blöden Feuergeister, die rauben mir den letzten Nerv und vor allem die letzte Energie. Oh, kann hier unten nicht noch einfach irgendwie ein Wasserbecken sein? Ich mache jetzt einfach mal eine Fackel an und suche nochmal. Oh, ich habe jetzt aber auch so blöd wirklich gespeichert. Oh, nein, 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 nein. Ist hier vielleicht was? Und, oh nee, warte mal. Dann erkundige ich das hier jetzt mal eben als menschliche Fackel. Das ist mir jetzt egal. Ich kann ja gleich nochmal dann laden. Oh, ist hier denn nirgendwo was? Oh, dann sterbe ich jetzt halt. Hä, was war das denn jetzt gerade komisch? Spielladen. Oh, das regt mich ja jetzt gerade auf. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ganz neu laden. Das andere, wo der noch nicht da war, weil so... Ich komme ja jetzt hier gar nicht mehr weg. Oh, ist das eine Scheiße, die mich ankotzt. Ist das eine Scheiße. Yes, das klappt doch mal... gerade ganz gut soweit. Ja, das schneide ich jetzt nicht raus, diesen Speichergang. Scheiß drauf. Ja, überschreibe ich jetzt hier alles. Ist mir ganz egal, wenn ich hier nur lebend rauskomme. Da drüben war ja dieses... Diese kleinen Wasserbecken waren da ja wenigstens. Vielleicht komme ich da ja weiter. Ich meine, das ist das einzige Wasser hier, was mir bekannt ist, ne? Oh Gott. Ja, mache ich nochmal das Hebelding an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wasser, Gott sei Dank. Oh, jetzt kann ich mich hier noch nicht mal bücken drinne. Aber, oh, ich glaube, er ist besiegt, oder? Ja, da kam mir diese weiße Wolke gerade. Oh, er ist besiegt, Gott sei Dank. Ach Quatsch, nicht hier. Oh Mann, das war ja gerade vielleicht ein Stress. Also wirklich, Feuergeister sind das Schlimmste, noch schlimmer als normale Geister. Wir werden später noch öfters auf sie treffen. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier sowas war. Mit Feuergeistern, oh Gott. Wer macht sowas nur? Wer denkt sich sowas aus? Bitte schön auch, ja? Mann. Und jetzt soll ich ja auch noch an mehreren Seilen rumschwingen, um weiterzukommen. Da halte ich ja auch gar nichts von. Oh. Man hat's nicht leicht. Man hat's wirklich nicht leicht. Naja, jetzt kann ich mich hier wenigstens an sich mal in Ruhe umsehen, was hier jetzt wirklich alles ist, beziehungsweise nicht ist. Hier ist anscheinend eine Klappe im Boden. Okay. Und... Wie gut, dass ich die Fackel mitgenommen habe, oder liegt hier jetzt vielleicht auch nochmal eine rum? Weil anscheinend muss ich das ja hier anzünden. Und dann müsste die Klappe im Boden aufgehen. Obwohl, vielleicht ist es ja auch nur für ein Secret. Ich muss mal gucken bei diesem Ding, wo der Feuergeist hergekommen ist. Ob da jetzt auch so ein Hölzchen ist, was man anzünden kann. Oder halt nicht. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Es sieht so aus, als müssten wir unser altes Hölzchen von damals... hier für herholen.
Na, wie gut, dass wir es mitgenommen haben, ne? Sonst hätten wir jetzt hier ein Problem. Wahrscheinlich ist das nicht sehr wichtig, sondern nur wirklich für ein Secret, aber trotzdem dann eben halt dafür, ne? Wie gut, dass wir es mitgenommen haben, wirklich. Dann wollen wir es mal holen, ne? Genau, und hab. Hup und hab und So, dann heb mal das Feuerchen hier auf. Und wirf es weg in hohem Bogen. Oh wehe, das ist jetzt in der Tür gelandet, dass ich es nicht aufheben kann. Das wäre ja ärgerlich. Aber bei meinem Glück heute an sich wäre das auch nicht sonderlich verwunderlich. Oh, jetzt sag nicht, das ist wirklich in der Tür. Nein, Gott sei Dank nicht, wir können es noch aufheben. Oh, das wäre jetzt echt scheiße gewesen, wenn das in der Tür gewesen wäre. Aber richtig. Und ich hätte an sich auch normale Fackeln dadurch sparen können, wenn ich es von Anfang an hier gehabt hätte. Ah. Naja. Naja, was soll's, ne? Einmal. Und zweimal wetten jetzt plöpp. Ne? Sag ich doch plöpp. Na, was ist hier unten wohl? Oh, ich glaube, hier sind Sprossen, dass ich mich da nicht verletze. Ja, habe ich richtig gesehen? Ich glaube aber schon, das ist der Weg dann hier zum. Oder auch nicht. Nur ein Secret, wirklich. Ach ja, diese tollen Dinger liebe ich ja auch nicht. Wie macht man das nochmal? Ja, ich bin gerade total komisch da durchgesprungen, aber es hat geklappt. Was ist denn hier jetzt? Okay, halt nur das Secret, würde ich sagen. Ja, sicher. Und es kommen Skarabäen. Natürlich. 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 Ich habe anscheinend das Falsche zuerst genommen. Oh. Okay, Leute. Ich lasse mich jetzt hier auffressen und beende dann damit mal den Part. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.